Leute, irgendwas passiert hier nicht beim Internet. Entweder ist wirklich alles überlastet, aber unser Computer zeigt ihr noch an, wird demnächst gezeigt. Ich will es die ganze Zeit versuchen, bei uns in der Seite reinzuknallen, aber ich komme irgendwie schon wieder nicht klar damit. Das steht doch da. Ja, scheiße, wenn man nur 5 Klassen hat, ne? Und immer nur aus dem Fenster geguckt hat. Ach, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Und Brand habe ich auch schon wieder ohne Ende. Also, dann warten wir jetzt so lange, bis irgendwann mal das Bild angeht hier. Ja, ey, ihr müsst euren Freunden auch mal Bescheid sagen hier, was ich da die ganze Zeit poste, ihr Fotzen. Oh, das will ich aber dem Weihnachtsmann erzählen. Das gibt keine Geschenke mehr. Sag mal, könnt ihr nicht wenigstens die deutsche Rechtschreibung ordentlich schreiben? Mit Komma und so ein Scheiß alles. Das ist so scheiße. Wer schreibt denn Zeit mit T, wenn es keine Zeitangabe ist? Ach, das passt so. Wieso Rechtschreibung, Lopi? Das ist doch wie aus dem Ei gepellt. Ich schreibe ja schon in der neuen Rechtschreibung. Kommt nächstes Jahr. Pass mal auf, du kleine Hühnerficker. Nix kann er. Außerdem haben wir unseren Backbringer, der immer unsere Rechtschreibfehler korrigiert. Ja, also der setzt da bestimmt nachher eine Stunde, wenn er irgendwie wach ist, aus dem Koma erwacht, und wird er das überarbeiten. Da Kommas reinbauen, Alter, da fliegt dir das Hemd weg. Ah. Er wird da so die Wörter ändern, ey, da fallen dir die Schuhe vom Fuß, Junge. Das ist Backbringer. Aber das finde ich total human von Daniel. Er hat's voll drauf. Gut so. Mal, Dopi, kann das sein, dass du irgendwie vom Zettel abliest? Weil Wörter wie human zum Beispiel, die nimmst du sonst gar nicht in den Mund. Die kennst du sonst gar nicht. Dopi, das fällt langsam auf. Ich bin da schon begeistert von dir, dass du ablesen kannst. Ist es nicht so? Ja. Jetzt hab ich auch keinen Bock mehr, ey. Jetzt mach ich mir gleich ein Bier auf. Ich glaube, ich mach mir gleich noch ein Brötchen. Also, ich mach mir jetzt auch ein Brötchen. Ja, Aziz. Lieber arbeiten, anstatt dir ein Brötchen reinzupfeifen. Du Asi.